Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ladung der Oldpumpe wurde transportiert. Wir haben rote Power im Anmarsch. Und wir wollen natürlich die Burg erobern. Deswegen gehen wir jetzt direkt zur Burg. In diese Richtung. Weil ich will jetzt erstmal oben das Ding fertig haben, weil dann müssen wir nicht mehr diesen ewig langen Weg gehen. Gelbe Pikmin habe ich übrigens auch mitgeholt. Die können von mir aus schon mal das Ding transportieren. So, helft denen. Helft denen. Warum helfen die denen nicht? Ja, dann verreckt doch da, ey. Komm noch einmal raus und du stirbst. Ciao, Junge. Nee, lass das mal sein. Ganz kurz gucken, ob die Gelben noch am Transportieren sind. Nein. Gut, Basis verlegen. Das kriegen die Roten. Let's go. Für die Roten. Gönnt euch das Ding. So, jetzt mache ich mal ganz... falschen Knopf, ne? Untätigkeitsalarm. Ja, okay, wenn ihr schon hier so gepowert seid. Wenn euch das da. Mach mal Speed Mode hier. Okay, da oben brauche ich nochmal gelbe. Hä? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Hä? Oh, wait, ich hab gelbe. Ach, die roten können auch helfen. Sehr gut. Wasser geht weg. Wichtig. Den. Eine Pfeife! Oh, schön! Sehr gut. Damit können wir diese Markierung wegnehmen. Wir können diese Markierung wegnehmen. Wir müssen jetzt nur noch zu den blauen da hinten. Und dann in die Höhle. Und dann ist das Gebiet fertig, oder? Dann ist dieses Gebiet fertig. Und wir haben 15.000 Glycerium. Ja, moin. Die chillen sich hier rum. Wie viel blauen haben wir? Nicht genug. So.
Ich mache jetzt nur mal blaue. Gönnt mir blau. So. 15.000. Ist das ein besonderer Wert? Unglaublich, sehe ich nur das ganze Glycerium an. Obwohl sich der Energietank der Shepard gar nicht weiter füllt. Interessant. Es lässt zu vermuten, dass Glycerium weder ein Gewicht noch ein Volumen hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Egal wie viel Energie wir sammeln, unser Tank wird niemals zu klein. Ihr habt das bisher richtig toll gemacht. Es gibt keinen Grund, jetzt mit dem Schätzensammeln aufzuhören. Kommt her, Blaue. Ihr müsst eure Blume retten. Killt sie! Oh, das Planschebecken. Das Planschebecken ist weg. Schade. Aber es gibt noch irgendwo einen Schatz. Wir haben irgendwo einen Schatz. LOL? Da war ein geheimer Schatz. Fuck me. Wir müssen jetzt erstmal auf die Blauen warten hier. So, Auftrag. Kannst du bitte... Ach, nee, ich mach das nicht so. Ich mach das so. Und dann gehen wir auf die Map. Und Otschin geht mit ein paar Pikmin. Zu dem Schatz da hinten. Ich würde mal 20 Pikmin einfach mitschicken. So. Na, warte, hier. 17 Pikmin. Ja, perfekt. Du gehst einfach jetzt per Auto-Dingsbums gehst du hier hin. So. Ciao. So. Die packe ich alle mal schon weg. So, Otschin kann nämlich jetzt schon mal nach da gehen. Aber wir können eigentlich noch Pikmin farmen, ne? Komm. Von wem haben wir am wenigsten Pikmin? Von denen hier. Okay. Komm. Gib mir ein paar gelbe. So. So, schön. Otschin ist da, sehr gut. Ich möchte gerne selber steuern, danke. Ach, lol. Jetzt aber. Alles reinballern! Die! So. Ich will unbedingt noch in die Höhle gehen. Ich wusste gar nicht, dass unter Wasser einfach noch ein, oh, eine Bombe erhalten. So. Okay, Otschin ist damit ready. Ansonsten dürfte es hier eigentlich nichts mehr geben, ne? Ist hier noch irgendwas? Ich laufe einfach mal so mit Otschin hier durch die Gegend, damit ich weiß, ob hier irgendwo noch Schätze sind. Aber sieht nicht so aus. Gut. Dann. Das letzte Teil wird hier hingebracht. Wir gehen in die letzte Höhle. So, wo sind die gerade? Oh, die sind da unten noch.
Okay. Die wollen hier hinten hoch. Ich würde eigentlich gerne hier stehen bleiben, damit ich nicht zu spät hier in die Höhle gehe. Ja, ich weiß. Rotschen trägt das Ding ganz alleine. Wir sind gar nicht mehr so weit entfernt, ne? Ne. Nur noch die zwei Dinger hier hoch. Ich meine, wir brauchen die jetzt nicht unbedingt, ne? Aber ich hätte die schon gerne. Ach komm, die lasse ich sein, komm. Helf lieber den hier. Ja, das geht schneller. Ich hab's genau gesehen, wie das Mikrofon ausgegangen ist, einfach. Ich hab's genau beobachtet. Arschloch. Das Problem ist aber, mir wird hier kein Schatz mehr angezeigt, ne? Aber ich hab hier noch einen Ausschlag. Liegt das an der Höhle? Wir gehen auf jeden Fall jetzt da rein. Verwilderte Diskothek? Was ist denn das für ein Ding? Auf meiner Reise durch die Dunkelheit traf ich auf einen seltsamen Ort, der mich an meine Jugend erinnerte. Scheinwerfer, ein unwiderstehlicher, an den Nerven zehender Beat, Nebel und tanzende Pikmin. Ich fühle mich wieder wie in der Disco. Hey, was ist das denn? Alles klar, da müssen wir mal rein. Oh, so ein technisches Level wieder. Geil. 11 Schätze gibt's. 40 gelbe. Nein. 40 rote, ja. Aber ich nehme immer gern noch so andere Pikmin-Arten mit. Weil ich nicht weiß. Ah, scheiße, ne? Das ist jetzt blöd. Eigentlich würde ich hier so gerne, ne? Aber wir könnten diesen Pikmin-Dings Leucht-Pikmin nutzen. Sollen wir mal Leuchtpikmin nutzen? Wir nutzen mal Leuchtpikmin. 50 rote, 30 gelbe. Müsste reichen. 11 Schätze. Das ist gar nicht so... Oh nein. Sag bitte nicht, das ist ein Schatz, eine Ebene Level. Och nee. Das wäre echt scheiße. Dann hat das Ding nämlich 11 Ebenen. Das würde mit Pikmin 2 übereinstimmen, quasi. Okay, selbst die Pikmin kann ich nicht hier hochschmeißen. Selbst die gelben kann ich nicht da hochschmeißen. Aber ich nutze jetzt mal diese Leuchtsamen. Wir lassen die mal abtragen. Es ist aber nicht ein Schatz, eine Ebene zum Glück. Weil hier sind schon mindestens zwei Schätze. Eigentlich sind hier die Leuchtpikmin. Ah, die haben einen Schatz rausgeholt.
So. Schön. Die sind jetzt auch fertig mit Bauen. Dann bleibe ich besser hier. Aber es ist bis jetzt alles sehr ruhig. Das macht mir ein bisschen Angst. Wie geht's weiter? Da müssten das schon alles gewesen sein, ne? Ja. War das alles? Yes. Nice. Zweites Level. Oder Ebene. Okay, es gibt 5 Ebenen wahrscheinlich. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Wohl, muss nicht stimmen. Kann auch 4 sein. Weil 3 von 11 Schätzen. Also fehlen uns noch 8 Schätze. Dann könnte es auch sein, dass das nur 4 oder 3 Ebenen hat sogar. Die. So. Damit haben wir 100 Pikmin. Zum allerersten Mal. So. Leuchtpikmin können ja auch helfen. No chance. So. Gut, da können wir nicht hoch. So, Hundi. Kann ich die Pikmin? Ja, geil. Ich hab die fast runtergeschmissen. Könnt ihr vielleicht erstmal fragen, bevor ihr hier abtransportiert? Gut. Endlich steht da unten. Boah, Mann. Mist. Oh, da kam Muster einfach so zwischen. Alter. Hundi, komm. Eine Kerze. Lol. Ich hab das Feuer an der Kerze war wirkliches Feuer. Cool.
Was? Was? Ach, man kann die Erkundungszone auch hier nutzen. Okay, tun wir das mal. Ach, der markiert die Sachen einfach. Oh! Flügel-Pikmin! Wir bekommen Flügel-Pikmin! Okay, also wir müssen erst nach hier kommen. Das heißt, wir müssen erst hier irgendwie rüber. Das heißt, wir müssen irgendwie... Oh Gott. Die Frage ist, wie weit uns diese Ventilatoren schießen. Oh Gott. Also. Hier geht's nach oben. Ich denke mal, dann kommt man nach hier. Und dann kommt man hier rüber, theoretisch. Kommt man auch auf diese rosa Ebene. Ich glaube schon. Könnte mir das vorstellen. Dann würde ich erst hier hingehen und hier das Ding aktivieren. Den Karton runterschmeißen und den Schatz holen. Danach hier rüber jumpen. Gold holen. Hier einfach, keine Ahnung, wie wir das machen, aber irgendwie hier rüber und dann, ja, keine Ahnung. Mal gucken. Hier ist schon mal nichts. Das heißt, wir müssen ja eigentlich hier hin. Okay, der bringt uns schon mal nach hier. Was macht das? Die Richtung der Fließbänder hat sich geändert. Aha. Das war schon mal wichtig. Weil jetzt kann ich das machen. Ah. Wie so ein Fließband. Könnt ihr auch die gelben verwenden, ne? Bin ich gespannt, was hier passiert. Tunnelbau. Wie auch immer diese Tunnel miteinander verbunden werden können, weil eigentlich ist hier ja... Also hier ist ja keine... Also, hä? Nee, warte. Dafür gibt's doch die Leuchtpikmin. Hm, die folgen mir auch. So, ah, hier hoch komme ich schon nicht. Ich könnte da schon ein paar gelbe reinwerfen. Rosa Flügelpikmin. Nice. Kann ich auch selber darüber jumpen? Nein. Ich muss aber... Wenn ich die Richtung der Dingens ändere wieder, kommen die auf die andere Seite, ne? Ich probiere das jetzt einfach mit einem. Okay, das ist ein Loop. Alles klar. Wie sie am Tanzen sind. Danke. Jetzt müssen wir wenigstens... Können wir auch wieder hier hoch? Nein. Nein, dann können wir nicht. Okay. Wahrscheinlich braucht man das auch gar nicht mehr dann. Die Frage ist,
Frage ist nur, wie wir nach da kommen. Ah. Ah. Wow. Gut, das hat nicht so funktioniert. Was wäre jetzt meine Vermutung gewesen? Whee! Okay, hier kämen wir an die Rosen. Ah! Oh Gott, oh Gott. Okay, so kämen wir an die... an das. Gut. Haben wir alle? Wo ist denn noch einer am Faulenzen? Ach, da hinten der, ne? Ja. Da sind sie endlich. Ja, süß. Oh, wow. Es fliegt. Pikmin gibt es in seltsamsten Varianten, nicht wahr? Diese hier werde ich gleich mal im Notebook nachschlagen. Flügel-Pikmin! Wie der Name schon sagt, haben Flügel-Pikmin Flügel und sind daher flugfähig. Sie können Objekte durch die Luft transportieren und Zeit sparen. Kämpfen sie am Boden, sind ihre Angriffe nicht sehr stark, doch im Luftkampf sind sie unübertroffen. Das Fliegen eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Es kann Wege erheblich abkürzen. Mit der Hilfe dieser Pikmin gelingt es uns sicher, Gestrandete schneller zu retten und Gebiete schneller zu erkunden. Ja, nur das Problem ist, die sind sau selten. Und vor allem, wir haben nur 5. Das sind 5. Das sind nicht viele. Naja, wir gehen weiter. Ja, schaffen wir das jetzt noch? Ich weiß es nicht. Wir probieren es. Endlich haben wir die rosa Pikmin. Haben wir damit alle? Kurzer Reflect. Rot, blau, gelb in Pikmin 1. Rot, blau, gelb, weiß und lila in Pikmin 2. Fels, rot, blau, gelb. Flügel in Pikmin 3. Aber war in Pikmin 3 nicht noch eine Pikmin-Art? Oder waren da auch nur 5? Fels und Flügel. War da nicht noch was? Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Als erstes... Na, okay. Hey, 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 hey. Perfekt. Für mich. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube einfach, dass es... Warum ist noch eine rosa Blume? Ciao. Boah. Alter, als ob es so ein Riesenteil da einfach drin hat. Die tragen schon wieder Sachen ab einfach. Flügel-Pikmin! Kommt man so vielleicht im ersten Gebiet weiter? Mit Flügel-Pikmin? Wäre das eine Möglichkeit? Ich hasse es, ne? So am Abgrund mit Pikmin zu arbeiten. Okay, da unten könnte man Wasser aktivieren. Weiß ich nicht, ob ich das will. Null, noch eins. Komm mal her.
31 von 16, okay. Die Leuchtpigmen sind auch echt cool, ne? Nein. Lass mich. Nein, du blöder Scheißköter. Manchmal, ne? Manchmal nervt das. Scharf, das Feuer ist aus. Ja, und die Folge ist damit auch aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Und tschüss.